Hallo und herzlich willkommen bei Retro Campbell. Ich bin heute wieder auf der Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Raider Origin. Ich denke mal, ich muss da bestimmt wieder von neu anfangen, weil das war ja immer so der Fall gewesen, wo ich das Spiel neu heruntergeladen hatte, also ich komplett wieder von neu anfangen musste. Zulassen. Ich glaube allerdings, jetzt kommt bestimmt wieder ein Update, was so eine Ewigkeit dauert. Schauen wir noch mal kurz. 100, da ging es hier runter auf 90%. Cool. Login hat automatisch gemacht, okay. Ich weiß leider auch nicht mehr, wo meiner war. Das steht hier auch noch so bei, ja. Login. Keiner da. Ich mache erstmal hier Sound an. Geht's im Vollbild? Ja, super. Dann gehen wir auf den neuen Server. Quick Start, Start Game. Also ich habe ja schon beides gespielt, einmal den und einmal Magier. Ich weiß jetzt, ich glaube Nahkämpfer war auch ein bisschen stärker. Na gut, nehmen wir Nahkämpfer wieder. Okay, wenn ich jetzt die Tagesquest wieder probiere, das wird wieder ein bisschen länger dauern. Das Gute ist ja, er macht alles von allein. Ich lasse einfach nur laufen. Wie sich unten die EP-Leiste, wie sie die ganze Zeit durchläuft. Das Schlimme ist, bei dem muss ich auch erstmal die Tagesquest wieder freispielen.
bin schon Level 8. Spiel gerade mal, keine Ahnung, paar Sekunden, 2 Minuten höchstens. So, mein Begleiter habe ich schon. Nachher will ich auch ein paar Stellen wegschmeißen, weil das würde sonst viel zu lange dauern, das Video. Juhu, ich hab das Pferd. Meine Flügel. Kommen danach gleich. Naja, gleich dauert noch ein bisschen.
Eieiei. Meine 10 Minuten sind vorbei. Aber wir spielen ja bis zu den Tagesquests. Oder um ein Geschenk. Warum das nicht? Du Gold. Okay, muss mir nur durchlesen. Einmal hochscrollen. Er sagt, hier ist immer noch ein Geschenk bei Wolfheim. Aber wo? Ich finde hier nichts. Egal. Mount. So. Meine Flügel. Ich glaube, es hat aber jetzt schon das vierte Mal gespielt. Wo sind die Tagesquests?
Also hier gibt es schon die Simultanbelohnungen. Also die Wochenbelohnungen gibt es schon. Aber Digitales-Queste, Store-Geschäft, Diamanten, ne? Squall-Events. Ich habe noch keine Tagesqueste. Da checkt die Dailies. Ach so. Dungeon habe ich auch schon. Da gehe ich erst rein, wenn ich die Quest kriege. Sonst muss ich alles doppelt und dreifach spielen. Finde ich 10. Arena. Okay. Oh, das wird schwer schon. Mein halbes Leben.
schon Level 72. Gleich bin ich Level 80. Und Level 80. Was Rotes eingesammelt. Hey, das sind die Daily Quests. Also die Daily Quests sind schon freigeschaltet, das ist schon gut. Wie konnte man das hier verlassen? Wie ging das?
So, jetzt Daily. Wie viele Dailies habe ich? Noch nicht ganz viel, aber ist, soweit ich weiß, wenn du einen Daily fertig gemacht hast, kam ein neuer hinzu. Von der Daily habe ich schon zwei fertig. Drei fertig. Fertig. Das Gute ist, der portet sich mal dahin zu den Viechern. Mal brauche ich so eine Kill-Serie von verschiedenen Teilen. 5 habe ich jetzt. Ja, 6 habe ich schon. 7 habe ich. 8. Gibt es hier noch, was ich machen kann? Das macht er ja alles automatisch. Dailies. Ach. Neun. Gleich ist fertig, die Daily.
15 hat er schon. Was kann ich noch Schönes hier machen? Also jetzt habe ich ja noch 10 Aufgaben am Tag. Schauen wir auch gleich mal, wenn die weg ist. Soweit ich weiß, kommt dann eine neue noch dahin. Schauen wir den Charakter ein bisschen zu, wie er kämpft. Auf jeden Fall, die Leute werden immer schwerer. Oder was heißt schwerer? Die werden immer zäher. Und das müsste jetzt der letzte dann sein. Dann ist die Daily fertig. XP in der Minute. Ich bin schon auf 112. Das hört sich an, ich bin schon auf 112. So. Ach, der letzte auch noch. Ja, also es ist jetzt der 20. Ja gut, dann doch noch ein. Finisher, yeah. Daily. Kommt okay. Das geht nicht. Jetzt ist er wahrscheinlich ein bisschen durcheinander. Ich gehe mal auf Daily. Hier haben wir die 4 und der eine ist weg. Wir sehen es. Und er hat wieder 10. Da komplett. Ach ne, der ist hier unten, ist komplett angezeigt. Das ist gut. Das ist doch schon mal gut. Dann machen wir den Boss hier schnell kalt. Dann gehen wir raus und machen die Tagesquest weiter. Exit. Okay. Und dann gehen wir jetzt auf Dailies. Und machen den hier. Meine Power ist 200.000. Ist doch alle viel zu schwach.
200, 2000. Oh, jetzt werden sie schwerer. 300.000 geht nicht mehr. Oh, 400.000, 300.000. Ja, jetzt kann ich noch gegen den gewinnen. Zwei Kämpfe habe ich. Und der letzte 300.000, 400.000. Nehmen wir den. So, das war's. Daddy komplett. Jetzt sind wir angegriffen. Und wir gehen weiter zu den. Eine Dungeon. Erstmal alles hier ein bisschen aufleveln wieder. Schnell noch ein bisschen stärker machen. Schon drei komplett. Ja. Mittlerweile 40 Minuten rum. EP-Zahl hier in der Dungeon 132.000 pro Minute. Wenn der da kämpft, schnell noch die anderen Sachen einsammeln. Die letzte Quest geht mit Level 200.
Also er macht bei mir fast keinen Schaden. Und den Schaden, den ich bei ihm mache, das dauert auch ein bisschen. Also eine gute Rüstung hat er. Quest abgeben. Ein Schlachttod ist der Zwischenboss. Und der nächste Zwischenboss. So, jetzt gehen wir wieder schnell. In den Daddys rein. Ich habe euch jetzt gerade die schwerste Quest angewählt. Glaube ich. Oh, ich habe ein neues Schwert. Das macht ein bisschen mehr Schaden. Schaden kann man immer gut brauchen. Also verursachter Schaden. Ja gut, gehen wir zum Weltboss. Haben wir den gerade schon mal gehabt? Also der Boss ist Level 140, ich bin 132. Noch ein Team anheuern. Ich denke mal, damit es ein bisschen schneller geht, aber ich glaube, brauche ich nicht unbedingt. Erst hatte ich Weltboss machen, jetzt den anderen. Ja, verstehe ich nicht. Level 90er. Ah, hier ist die Zeit von den ganzen Bossen, die gerade laufen.
Hier war ja der eine gewesen, den ich eigentlich besiegen sollte. Das ist der hier. Okay. Der stärkste ist 235. Wenn ich jetzt schon 132 bin und meine Daily auf 200 geht und da höchste 235 ist, ist das Spiel dann vorbei? Wahrscheinlich hat er deswegen immer. Wahrscheinlich musste ich deswegen immer wieder einen neuen anfangen. Weil ich schon am Ende des Spiels war. Los, komm, hau ihn um. 2 Jahre später. Ich spiele schon 50 Minuten. Das kommt mir vor, ob ich die Hälfte der Zeit nur an den sitze. Scherz. So. Ja, das schläft man gleich ein. Gleich, wenn der Boss fertig ist, porte ich mich gleich aus, weil nachdem ich gelootet habe. Ausbauten, okay. Haben wir geschafft. Und jetzt gehe ich wieder auf Dailies. Karge Gorat. Das haben wir ja durchgespielt. Und das geht jetzt ab 140. Einmal habe ich es gespielt. Obwohl, vielleicht reicht das ja, wenn ich den auch Beginnermodus nochmal durchspielen. Wäre natürlich nice, wenn es geht. Stärke werden, ja. So, das ist der Dungeon Boss und der ist dort. Ah, jetzt kommt noch einer. Sieht doch ein bisschen anders aus. Muss ich gleich nochmal nachgucken. Dailies. Oh, ist fertig. Da. XP, 800.000 XP in der Minute, fast 900.000 XP. Oh, komm und level up, level up, level up. Dann bin ich nur 33. Ah, komplett. Ach, vorher war ich da drinnen. Nee, das ist der Tower. Also geht's, zweimal durchspielen. Gut. Dann schauen wir mal. Die nächste Vault Boss. 3 Stück. Oh, das ist 150. 155. Soll ich denn den down machen? Geh weg, du Schrift. Das hier dreimal. Free. Okay.
hier habe ich nur 50.000. Okay. Auch eine Minute. Hier noch. Und da. Die Punkte alle weg. Da ist noch Daily. Nehmen wir die hier. Gibt es denn mehr APs? Okay. Und die. Komplett. Gut, haben wir die auch fertig. Dann kommt jetzt der. Da warten wir nochmal. Weekly Quest. Legendäre Quest. Schon wieder so ein Massenkill. Zehn mal 40. Von 10 und das ist der zweite von 10. Hier steht aber der erste von 70. Das war eine 10. Wow, scheiße. Wie lange wird die Quest dauern? Zweite von 70. Oh, ich krieg grad Schweißausbrüche. So, dann, wenn das wirklich jetzt 2 von 70 sind. Hier steht jetzt 4 von 10. Und da steht 3 von 70. Das würde dann heißen, dass ich die legendäre Quest 7 mal machen müsste. Den klicken wir erstmal weg. Nee, brauche ich jetzt nicht. Wenn es gleich wirklich der Fall ist, dann mache ich einen Cut. Weil ich bin ja jetzt schon eine Stunde am Spielen. Ah, ich hab auf Go Now gedrückt. Das war doch der Boss. Scheiße. Warum bin ich da rein? Ich will doch da gar nicht.
72. Und der nächste ist frei. Also das heißt, ich bin 140. Jawohl, ja. Also noch zwei, dann will ich sehen. Ob das wirklich bis 70 geht. Also jetzt noch eine. Wenn die 10 weg ist. Und sie fängt wieder von 1 von 10 an, dann mache ich einen Cut. Weil das wird jetzt ziemlich langweilig. Und 1 von 10. Jo. Okay. Dann sage ich mal, bis gleich. Leute, da bin ich wieder. Eine Stunde später und ich habe es gleich geschafft. Ich gehe auf Dailies rauf. Hier sehen wir 69 von 70. Und das war's. Die Quest ist fertig. Endlich. Werden wir gleich zur nächsten Quest rüberspringen. So XP Fairyland. Okay, okay. Oder auch nicht. Also die 4 Quests habe ich jetzt noch. Ich bin mittlerweile 146. Ich hätte eigentlich gedacht, dass ich dann noch stärker bin, aber anscheinend nicht. Nochmal schnell alles hier aufleveln, was ich aufleveln kann. Neuer Stein frei.
oder Rune, aber hab keine mehr. Oh, schon fast halbes Leben weg. Wieder auf Dailies gehen. Ach, ich habe immer wieder auf Channel gedrückt, ja. 6 Minuten habe ich Zeit. Ich denke mal, vielleicht bin ich schon schnell. Ah ne, das ist ein EP-Land. Das geht nur 6 Minuten. Sieht hier auch gar nichts aus den ganzen Schriften. Kann man ranzoomen? Nee. Was ist da oben noch? Daily Task? Dungeon? Okay. 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 Erstmal die, wo keiner drin ist, bevor ich den einen zerstöre und den anderen draufpacke. Das 6 Millionen EPs, oh, das ist doch gut. Ich hoffe, das Video ist gleich vorbei, weil das wird sonst lang dauern, wie das zum Hochladen. Oder ich muss wieder, ja, ich mache wieder die Grafik ein bisschen schlechter, dann schaffe ich wieder alles. Gleich vorbei, 3 Minuten noch. Ach, ich habe da jetzt den durchsichtigen, habe ich gerade mitgekriegt. Also ich weiß, dass ich den bekommen habe, aber ich wusste nicht, dass er schon mit mir mitläuft. Ich dachte, der läuft noch mit mir mit. Den lilanen habe ich auch schon. Ah, nee, das ist die nächste Verwandlung. Ich bin gerade in dieser Verwandlung. So war er vorher. Und das ist der erste. Ganz normal. Kommt der zweite. Was hat sich geändert? Ah, die Ohren sehen aus wie Flügel. Dann die nächste Verwandlung. Mit dem ganzen Schmuck jetzt. Mit der Halskette und mit den Ohren. Schmuck, sage ich jetzt mal. Und das ist die nächste Verwandlung dann. Dann ist er lila. Wir sind noch bei Grad 2. Go, go, go.
Heiltrank. Ne, XP-Trank. Gibst du mir XPs? 12 Millionen. Jo. Komm und gleich. Zack, zack, zack. Nächstes Level. Also ich glaube, ich war mit 146 reingegangen und bin jetzt 148 geworden. Ist gleich vorbei. Ich denke mal, die Minute schaffe ich die XP nicht mehr voll. Ich denke auch nicht, dass ich die eine Quest ab Level 200 schaffen werde. So. Go, go, go. Mein Empfang ist ja gut. Akku ist auch voll. Okay, und das Ganze muss ich nochmal machen. Für Daily. Jetzt ist die Daily fertig. Danach werde ich noch die beim machen. Grinding, was das auch immer sein mag. Und Weltboss. Oh, ich kann das einsammeln. Da leuchtet was. Level up. Kann ich hier noch machen? Flügel aufleveln. Ah, schön. Auf Level 3. Ich hab doch genug. Dann endlich. Wie viel brauche ich? 152. 53.791.152. Wow. Und Level up. Das kann man. Level up. Yeah, morgen. Yes, sir. Dann kommt gleich die beiden Queste dran. VIP. Ich habe 0. Mist. Kann ich abschließen. Den Kauf. Erste Chance. Okay, was bedeutet das? Das Buch. Na, komm schon, komm schon. Ich möchte das Buch haben, wofür das auch immer sein mag.
Ah, doch, das bist du noch schaffen. 3 Minuten. Ich habe keine Diamante mehr. Boah, wo habe ich denn die ganzen Diamanten ausgegeben? Ach, ich habe ja die roten Lilanen nicht. Das stimmt. Boah, die Lilanen kosten Geld. VIP. Da, die rote Mia. Und blum 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 blum. Maximal Level. Level. Und der sah ja am Anfang so aus, danach sah er so aus, jetzt sieht er so aus und danach wird auch lila. Oh, lila nicht, aber so, wie kann man das sagen, eismäßig, das Eisross. Die letzte Minute läuft. Mit 148 habe ich angefangen. Mittlerweile auf 1,50. Und gleich hoffe ich. Die letzten Sekunden laufen. Komm. Klatsch noch ein paar Monster um. Ach nee. Das schafft er nicht mehr. 20. Oder? Jawohl, hat er doch noch geschafft hierbei. Und zu Ende. Okay. Gut, dann haben wir das gemacht. Kommt jetzt die nächste. Weltboss. Okay. Go now. Geh jetzt. Ne, immer noch auf Null. Dann gehen wir erstmal zu denen. Dann schon verlassen. Kein Problem. Ein Schlag, tot ist er. Stück. Ich hoffe, das geht schnell.
Aber was soll ich hier machen? Hier steht keine Information. Grinding. Grinding. Was ist Grinding? Was ist Grinding? Wenn ich Grinding drücke, läuft er hier hin. Dann kämpft er gegen ein paar und haut wieder ab. Da weiß ich nicht, was ich machen muss. Da muss ich bis 200 warten und wenn ich hier drauf drücke. World Boss. Time 3. Aktivieren this. Drop List. Brauche ich nicht. Ach, hier ist noch weiter. Bis 420. Der wäre auch so stark für mich. Jo Leute, ich weiß leider nicht, was ich bei den drei Quests machen, oder bei die Quest weiß ich nicht, was ich machen soll. World Boss. Kann ich reingehen, dann kämpft er gegen einen Boss. Bringt den wahrscheinlich auch zur Strecke. Aber die Quest ist dann immer noch da. Ist der 130er, der hier Mage-Hound. Schau noch mal, was passiert, aber da wird nichts passieren, denke ich. Wenn einer von euch weiß, was man bei den beiden Quests machen muss, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben und sagen, was ihr machen muss, weil jetzt erstmal so habe ich noch keine Ahnung. Vielleicht finde ich das ja selber noch heraus. Aber ich denke, wenn der jetzt down ist und hier immer noch eine 0 steht, da down ist er. Alles eingesammelt. Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Deswegen mache ich das hier nochmal schnell alles. Okay. Bei den letzten drei Quests, die eine dauert noch so lange, die andere weiß ich nicht, was ich machen soll, und da, oder den anderen beiden weiß ich nicht, was ich machen soll. Deswegen würde ich sagen, ist hier vorbei. Vielleicht das Spiel jetzt beenden. Exit. Danke fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Wünsche euch viel Spaß
und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.